Wir leben in einer Welt, in der Voodoo und Riva TNT nah beieinander liegen. In der Benchmarks wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Pixel und Polygone unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen. Future Club, das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Graves. Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Ich bin's mal wieder, euer Jonathan Graves. Auch bekannt als Super Greg. In meiner bescheidenen Hütte habe ich euch heute eingeladen, denn es ist wieder Zeit für den Future Club. Für eure gepflegte zweimal Dreiviertelstunde Gaming News, aber auch eine Show voller Mysterien, voller Geheimnisse und voller Technik, die man nicht für wahr glauben kann. Denn heute geht es auch um das Mysterium der neuen Technik. Heute wollen wir herausfinden, ob die ganzen Sachen, die uns auf der E3 2001 präsentiert werden, auch wahr sind oder haben wir uns das ausgedacht? Waren wir Schelme? Waren wir Nepper, die euch in das Licht führen wollten? Wenn ihr es herausfinden wollt, bleibt dran. Bis hierhin aber fangen wir an mit der Übersicht. Die E3 2001, das Wichtigste ist natürlich Microsoft und Sony. Sie gehen voll ab. Microsoft, was? Die Nulpen, die Windows machen, machen eine eigene Konsole, eine Xbox mit eigenen Spielen. What? Tatsächlich ist auf der E3 und wir zeigen sie heute. Als auch natürlich Sony, die mit ihrer PlayStation 2 tatsächlich aus den Rohren ballern. Ein Spiel nach dem anderen wird auf die Kundschaft geschossen und wir schauen uns das an. Warum passiert das? Leute, ihr lest es. Sega sagt zum Abschied leise Servus. Sega, das Urgestein, hat sich verabschiedet vom Konsolen-Hardware-Business. Denn sie haben vor ein paar Monaten gesagt, wir steigen aus, Dreamcast ist tot, ihr könnt uns alle mal. Trotzdem, eine Handvoll Spiele kommen noch raus und die wollen wir wenigstens zelebrieren auf den Leichen von Sega. Die Armen. Dann aber natürlich, Nintendo dürfen wir nicht unterschlagen. Und Nintendo haben einen Doppelpack sich ausgesucht. Miyamoto ist in seine Garage gegangen und hat da zwei neue Geräte gefunden, die ein bisschen eingestaubt sind. Da sagte er, wir zeigen sie euch den GameCube und den Game Boy Advance. Auch ein Handheld ist am Start. Der Röhrenmann hat es in der Hand und zeigt es euch dann nachher. Was wir aber auch euch wirklich, wirklich ans Herz legen wollen, ist der Release von Duke Nukem Forever. Es ist fast fertig. Ja, seit wie vielen Jahren? Seit 4 ganzen Jahren ist es in der Entwicklung. Es hat so lange gedauert, aber endlich im Jahr 2001 wird es herauskommen und wir werden heute einen kleinen Blick drauf werfen. Mensch, es hat lange gedauert. Zum Glück ist unser Martyrium vorbei auf der E3 2001. Geil ist das. Wisst ihr aber, was noch geiler ist? Wir haben Microsoft kurz thematisiert. Und Microsoft, ihr seht's ein bisschen, da läuft schon wunderbarer Krams hier auf dem wunderschönen Riesenfernseher. Wir sehen da Cortana steht da, was auch immer das bedeutet. Und da ist so ein Schirm und da sind Space Marines. Das ist Xbox. Das werden wir gleich machen. Das werden wir gleich spielen. Aber noch nicht gleich, sondern bald gleich. Denn erstmal haben wir ein paar Worte von meinem guten Freund und Kupferstecher, Dwayne The Rock Johnson. Da ist er. The Xbox is everything The Rock is. Cutting edge, powerful, exhilarating. And like The Rock, it will be the most electrifying thing coming out this year. And what The Rock is to sports entertainment and to the WWF, the Xbox will be to the video game industry a breakthrough and certainly an original. I mean, The Rock doesn't impress easily, Bill, you know that, but I'm pretty damn impressed with what we're seeing here today. And considering that this Xbox at this moment is only running on 1/5 of the system's power, it's very impressive. Bill, do you have any idea what The Rock would be like if he were only running on 1/5 of his power? Well, I would think that... It doesn't matter what you think, Bill. I'm sorry, Bill. It's just a force of habit. Rock apologizes. No, The Rock, even at 1/5 of his power, would still blow everybody out of the water, just like the Xbox. It is truly the future of video games, and I'm very excited to simply be a part of it if you smell what The Rock is cooking. Thank you. Great job. The Rock says, The Rock, The Rock, The Rock.
the rock says to me. Nice guy. Nice guy. Da weiß aber auch der Billy Bob, was Phase ist, denn The Rock ist wirklich ein nice guy. Ja, wir kennen uns bereits seit Ewigkeiten, seit knapp 3,5 Wochen. Ich habe die Rede für ihn geschrieben. Er hat mein Badezimmer gestrichen letzte Woche. Und wisst ihr was, wir rufen ihn einfach mal an. Warte mal, 1, 2, 3, 7, 3. Hab ich's laut gesagt? Egal, vergiss es, ne? Ich will ja keine geheimen Anrufe. Rocky Boy, hey, na, wie geht's dir? Kommst du vorbei? Ja, nachher ein bisschen saufen und meine Küche muss auch noch gestrichen werden. Alles klar. Ja, der kommt nachher vorbei, aber der kommt nicht nur vorbei zum Küchestreichen, sondern wir zocken danach auch ein kleines bisschen, denn er war so höflich und hat mir bereits eine von denen hier aus der Hüfte heben mitgebracht. Das ist die Xbox. Sie wiegt nur gefühlte 94 Kilo, wahrscheinlich sind es sogar 96, weil da Technik, pure Technik drin ist. Wenn ich es euch mal zeige, damit wir es nicht verwechseln, steht auch der Name drauf, ja, Xbox in der Mitte, ein X ist auch drauf, hat Knöpfe vorne, 4 Controller-Ports und da ist eine Festplatte drin und auch ein Laufwerk. Und da kann man mega geile Spiele zocken drauf, wie zum Beispiel folgende hier. Wie zum Beispiel Dead or Alive 3. Ja, ihr habt richtig gehört, bereits der dritte Teil der beherzten Klatscherei landet und zwar exklusiv auf der Xbox. Ich mochte ja die anderen Teile sehr gerne, denn ich klatsche gerne und ich trete noch dazu. Und das sieht auf der Xbox so gut aus wie noch nie. Das ist alleine schon ein Kaufgrund für das schmucke kleine Gerät. Wenn das euch noch nicht genug ist, da kommen noch viel mehr Spiele raus, wie zum Beispiel Oddworld Munch Odyssey. Auch hier ein dritter Teil, ja, nach Apes Odyssey und Apes Exodus ist jetzt der kleine Munch dran und läuft herum und schnubbelt durch die Gegend und schnabbelt und kababbelt und alle diese Wörter, die ihr auch kennenlernen werdet, wenn ihr euch eine Xbox holt, denn die hat Microsoft alle erfunden. Aber freut euch, dann wird euer Vokabular um einiges erweitert, wenn ihr Munch Odyssey spielt. Die Leute, die auf dem Sega Dreamcast jetzt arbeitslos geworden wären, weil Sega hat's ja eingestellt, mit Metropolis Street Racer, Bizarre Creations haben sich für Microsoft stark gemacht und ein Racing-Game namens Project Gotham Racing gemacht. Anscheinend ist Batman unterwegs und bringt den Müll kurz raus und checkt seine Aktienkurse, sonst würde er nämlich weiter geradeaus fahren. Sieht gut aus und läuft flüssig auf der Xbox. Und last but not least, ein Action-Adventure, Azuric Rise of Perantia. Ein Alien-Planet mit großen blauen Aliens, wo man rumläuft und Sachen weghaut. Wahrscheinlich riesige USB-Sticks und fliegende Tiere sind auch noch dabei. Eine Welt so schön, wie James Cameron sie sich vielleicht nur ausdenken könnte, könnt ihr auch auf der Xbox spielen. Ist geil. Puh, das ist ja der Hammer. Aber wisst ihr, was noch hammeriger ist? Das hier. Schaut euch das an. Schaut euch diese Grafik an. Da fliegt ein Raumschiff und ich kann hier gerade schon steuern. Das ist wohl der herausragendste Titel bisher auf der Xbox. Halo oder Halo, glaube ich, auch genannt, je nachdem, von welchem Teil Norddeutschlands man kommt. Aber Halo ist ein Ego-Shooter. Ich weiß, Leute, normalerweise würde man die auf dem PC spielen mit Maus und Tastatur. Was anderes sollte man nicht machen. Aber ganz, ganz merkwürdig, mit dem Controller funktioniert das auch erstaunlich gut. Das hat eine ganz merkwürdige Steuerung, die noch bei nicht so vielen Games eingesetzt wurde. Mit dem linken Stick bewege ich nach links und rechts und nach vorne und hinten. Und mit dem rechten Stick kann ich mich umschauen und dann kann ich ballern. Und hier zum Beispiel, unsere Space-Kollegen sind aus dem Raumschiff rausgekommen und schießen die kleinen Aliens, da kommen sie, da, ins dein Gesicht, mitten rein, mit ihren Knarren und hauen alles kaputt. Ich weiß jetzt nicht, sind wir die Aggressoren, sind sie die Bösen? Wir überfallen sie auf jeden Fall hier und wahrscheinlich haben sie es auch verdient. Es funktioniert echt ganz gut dafür, dass ich normalerweise an Maus und Tastatur meine Champion-Pokale hole, finde ich. Ich guck mal hier rein, hier wirft noch eine Granate, ach der war schon tot, macht nichts, ist er noch ein bisschen toter. Funktioniert gut mit dieser Steuerung und könnte vielleicht eine Alternative sein, ja, für die Leute, die sich nicht Maus und Tastatur leisten können. Ich glaube nicht, dass es das mal ersetzen wird und Shooter auf Konsole erfolgreicher als auf dem PC werden. Aber es ist ein netter Anfang und vielleicht ein ganz guter Grund für Microsoft auch zu sagen, ey, lass uns mal auf dem Weg weitermachen. Das könnte einer der Titel sein, die euch überraschen werden. Guck mal, und da kommt ein Raumschiff an. Was gibt's denn hier für uns? Habt ihr was Nettes mitgebracht? Meine Bestellung? Also normalerweise ein bisschen längere Lieferzeit, aber anscheinend geht das hier ein bisschen fixer. Schauen wir mal, was er mitgebracht hat. Eine ganze Karre ist hier dabei.
Eine ganze Karre. Okay, dann setze ich mich mal rein. Okay, also vorwärts. Okay, also vorwärts, ja. Let's do this. Ich kann fahren und während ich fahre, jetzt ist auf einmal Rennspiel geworden, ja. Und muss an diesem Stein nur vorbei, dann geht das schon. Meine Kollegas, die sind dann hinten drauf. Einer auf dem Sozius, einer an der Ballack-Station und den Aliens wird damit schön eingeheizt. Also Variation im Gameplay ist auch... Oh, Moment, da steht einer. Hier, warte mal, ich muss hier mal hier... Dam, bam, bam, so, ich kriege eine Handgranate rein. Weil den Körper, da soll nichts übrig bleiben, außer Matsch. So gut geht es. Ja, zwei Genres in einem und das soll unter anderem auf der Xbox möglich sein. Also Microsoft dafür, dass sie bisher gar nicht so richtig groß mit Spielen gemacht haben, ein paar PC-Games, ne, dass sie gleich eine Konsole rausbringen und damit quasi das neue Sega werden. Wer hätte das gedacht? Ja, eventuell sehen wir ein paar Sega-Franchises auch mal bei ihnen und dann ist ganz cool. So, die hau ich noch um. In der Wand. Und dann habe ich mein Tageswerk getan. Ups, da bist du. Da, Zange die Zank. Und Granate. So, doi, da flog er. Nice. Was ist mit dir? Ach, du bist kein Gegner. Also noch nicht. Aber du bist einer. Zange die Zack. Don't look back. So geht das. Ja, ihr könnt das bald auf eurer Xbox spielen. Angedacht ist das Gerät gegen Ende 2001, dass es rauskommt. Der November ist momentan der Stichtag. Das sind natürlich alles noch Vorabgeräte, aber da ich Super Greg bin, dürfen wir das natürlich alles vorab hier zocken. Leute, ich bin gut durchgeschwitzt, ja. Ich muss mir noch mal ein bisschen die Nase pudern. Machen wir das gleich, aber erst nach diesem Spot. Hey Lenny, wo steckst du denn? Auf der weißen Bank, hab grad ein geiles D2-Game geladen. Welches denn? Jurassic Park! Ah! Jurassic Park 3. Das Handyspiel zum Downloaden. Exklusiv bei D2 Vodafone. Da wird selbst Nostradamus ganz neidisch. Am 21. Oktober diesen Jahres erscheint das ABC der Videospiele. Ein Buch, gefüllt mit wunderbaren Neuigkeiten nicht nur aus der Vergangenheit, sondern auch aus der Zukunft der Videospielindustrie. Wer hätte das gedacht? Wenn Sie vorbestellen wollen, dann finden Sie alle nötigen Verweise in Ihrem Teletext direkt unter dieser Ausstrahlung. Geil ist das. Ach, das war ja schön. Ich habe mir auch ein bisschen die Stirn getrocknet aus meinem kleinen Pudertäschchen. Ach nein, das ist gar kein Pudertäschchen. Das ist was anderes. Schaut euch das an. Es hat einen Griff. Es ist viereckig und kannst es aufmachen und kannst reingucken. Was hast du da drin? Discs. Wow. Geil. Das ist der Nintendo GameCube. Schaut ihn euch an. Wenn ihr sagt, meine Konsole, die nehme ich gerne mit für den Spaziergang, macht einmal kurz den Dreher, könnt dann weitergehen. Ich kenne keine andere Konsole, die so gut dafür geeignet ist. Wieder Nintendo GameCube. Ja, das ist die neue Konsole, die Miyamoto euch gezeigt hat. Sie ist klein, sie ist eckig, sie hat den Tragegriff. Nicht zum Werfen, sondern zum Liebhaben. Guter GameCube. Und sie hat natürlich auch sehr viele schöne Spiele mit dabei. Die GameCube-Konsole, packen wir mal kurz zur Seite. Wie beispielsweise folgendes hier. Da sehen wir, ein kleiner grüner Mann geht los mit einer Lampe und sagt sich, was denn hier los? Wo ist denn mein Bruder? Wo ist Mario? Er wurde entführt von Geistern. Und wo macht sich Herr Luigi auf? Nach Luigis Mansion. Das ist das Schloss. Das Anwesen von Luigi, was voller Geister ist. Wir gehen da einmal kurz rein. Ja, das ist eine Art Grusel-Adventure. Einer der Launch-Titel, die für den GameCube rauskommen, werden auch geplant, jetzt auf der E3 gerade präsentiert, für den November. Für den November 2001. Also eine ganz nah dran an der Xbox, vielleicht sogar ein paar Tage vorher wird er rauskommen. Und wo die Xbox schon mal überzeugen konnte mit Action-Games, mit richtig schöner Grafik, das Ding sieht aus wie ein spielbarer Zeichentrickfilm. Luigi! Luigi, pass da auf, da, da musst du hin. Da, hier, da zeig's an. Ja, ganz genau, gut gemacht. Mein Freund. Also, der Nintendo GameCube ist ein bisschen höher motorisiert, als das Nintendo 64 es noch gewesen ist. Nimmt jetzt endgültig kleine Discs, keine Module mehr. Da passt jetzt nämlich auch noch mal ein bisschen mehr rauf an Krimskrams. Mehrere Gigabyte, 1, schieß mich tot. Und dadurch werden solch tolle Geschichten wie die hier möglich. Ja, Mario wurde entführt, Luigi muss in dieses Haus rein und wird sich hoffentlich der Geister entledigen. Aber er ist auch ein kleiner Schisshase. No? Und ich meine, Pixar könnten es nicht besser machen. Ich kann hier im Haus mich kurz umschauen. Guck mal, da geht's hoch.
Da ist der Dining Room. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht über Chris Redfields Blutlache stolpern. Ist ja auch ein bisschen gefährlich, wenn da niemand aufräumt hinterher. Ich kann hier herumlaufen mit dem linken Stick und mit dem Kamerastick kann ich die Lampe belampen. Ja? Schau, das ist ein richtiger Schattenwurf. Gucken wir mal hier. Ist im Schrank was drin? Nein. Hier bei der Tür? Nee, lässt mich nicht vorbei. Gibt's hier was? Mal kurz, was auch immer der gerade mit dem Spiegel gemacht hat, der unter dem Teppich ist. Will ich gar nicht wissen. Gibt's hier oben was? Diese Tür ist zu. Hm. Was ist mit der Tür? Mario! Mario! Oh, da ist auch zu. Dann weiß ich nicht, wo ich hin soll, weil hier ist überall zu. Aber es ist nicht zu, wenn man einen Schlüssel hat. Nur, wenn dieser Schlüssel in der Luft schwebt, dann ist die Kacke am Dampfen. Aber richtig, das heißt, Geister sind real. Das Unfassbare wird fassbar. Könnte es sein, dass wir hier wirklich eines der letzten Geheimnisse der Menschheit gelüftet haben? In Luigi's Mansion. Ich nehme auf jeden Fall diesen Schlüssel. Und werde ihn benutzen, um hoffentlich diese Pirouette zu drehen und hier durch die Tür einmal zu schauen. Ja, der Nintendo GameCube ist auf jeden Fall, wie schon erwähnt, um einiges stärker als das Nintendo 64. Könnte durchaus konkurrieren mit der PlayStation 2. Das sieht alles lebensecht aus, wahrhaft, als ob man direkt in einen Spiegel schauen würde, wenn man Luigi heißt und Schnurrbart hat und 1,20 Meter groß ist. Oh Gott, was geht hier los? Alter! Oh nein! Was passiert da? Ein Heinzelmännchen mit einem Backenzahn! Und einem Staubsauger! Er saugt! Er staubt, er wird gezogen! Julius Caesar, was machst du da? Er schaffte es nicht. Da, dieses kleine Heinzelmännchen. Ist nicht so klein, na doch, schon klein und auch ein Heinzelmännchen, aber auch ein wertvoller Kollege, nämlich das ist Professor Igitt. Der hat ein Gerät erfunden, den Schreckweg 0816. Ein Staubsauger, mit dem man Geister einsaugen kann. Saug, saug, weg, weg damit. Und das ist der Gegenstand dieses Spieles. Sobald ich einmal den Geistersauger habe, kann ich durch diese Villa die Teppiche saugen und vielleicht auch den einen oder anderen Geist da mit drin aufnehmen. Und mir schöne oder unschöne Bilder. Oh Gott, da sind ja noch viel mehr. Oh Mann, so viele Geister habe ich so ein bisschen Angst vor, wenn so viele auftauchen. Da haben sie uns ins Boxhorn gejagt. Genug davon, weil wir wollen ja nicht zu viel spoilen. Ja, das ist ein wunderbares Spiel, das man selbst erleben sollte. Luigi's Mansion, wohl einer der Launch-Titel. Da leider wohl kein richtiges Super Mario Game rauskommt, aber das macht nicht so viel. Luigi's Mansion wird auch ganz geil. Was bis zum Launch fertig sein soll, sind folgende Games. Wie zum Beispiel Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader. Factor 5 aus Deutschland haben sich gesagt, lass uns gucken, was wir alles aus dem GameCube rauskitzeln können. Und auch hier, wenn Luigi lebensecht aussah, dann sieht der Darth Vader noch lebensechter aus, wenn man da über den Todesstern flitzt und Schneisen reinballert mit leuchtenden Lasern. Das ist geil, das ist GameCube, das ist gut. Triple G, dann eine brandneue Serie, ganz neu erfunden von Sega. Ausgerechnet, Super Monkey Ball, ja, der Dreamcast ist eingestellt, aber die Affen tanzen jetzt auf dem GameCube. Sega hat sich gesagt, wir machen auch Spiele für andere Konsolen, wie zum Beispiel dem GameCube. Und diese Affenraserei und Puzzlerei, die sieht recht lecker und recht gut aus. Das werdet ihr auf dem GameCube spielen können und es wird hoffentlich sehr, sehr viel Spaß machen. Dann ein Spiel, was auch dann für Ende des Jahres angedacht ist, Pikmin von Shigeru Miyamoto. Der hat sich gesagt, hey, in meinem Garten, da wuselt's manchmal, da sind Ameisen. Warum machen wir nicht ein Spiel, wo man einen Typen namens Ulima steuert und kleine Wuselmännchen dazu benutzt, irgendwelche Sachen zu lösen? Ja, natürlich, Strategie von Miyamoto. Besser kann ich persönlich mir das nicht vorstellen. Und zu guter Letzt, wisst ihr was? Es geht weiter. Super Smash Bros. Dieses kleine Minigame vom Nintendo 64 wird mit Melee fortgesetzt, mit neuen Kämpfern, mit neuer Action und tatsächlich auch sehr, sehr schöner Grafik und sehr schöner Optik, wie zum Beispiel hier mit Donkey Kong und Star Fox und Sheik und Yoshi und noch viel mehr Leutchen, die hier am Start sind und ganz coole Sachen machen.
Apropos coole Sachen. Luigi's Mansion haben wir gesehen, ein paar der Titel, die kommen werden. Vielleicht mein favorisierter Titel ist folgender hier. Waffelrasse Blue Storm. Wave Race Blue Storm ist die Fortsetzung von Wave Race auf dem Nintendo 64. Und wow, ich sag jetzt schon mal wow. Ich habe noch gar nicht drauf... warte mal, ich hab mal drauf gedrückt. Oh, hier. So, einmal Start, weil wir wollen ja nicht die selbst ablaufende Demo, wir wollen euch zeigen, was hier richtig geht. Also, wer Wave Race mal gespielt hat, Waffelrasse, wie man das so cool nennt heutzutage, ist ein Rennspiel auf dem Wasser. Und auf dem Wasser rennt es sich nicht so gut, deshalb haben wir ein Boot unterm Arsch. So, wie sich's gehört. Nur kurz auf Exhibition, ich möchte euch mal, ja, wen nehmen wir eigentlich mal? Oh, schöner Soundeffekt. Das muss ich mir als Klingelton machen. Für mein Jamba-Spar-Abo. Nehmen wir mal Akari. Warum auch nicht? Könnt ihr euch aussuchen, welchen Fahrer oder welche Fahrerin ihr wollt. Dann den Kurs auswählen. Und dann, ihr habt noch nie realistischeren Wassergang gesehen. Ich kann sogar dieses kleine Tröpfchen bewegen, damit der GameCube zeigt, was er zu leisten imstande ist. Also grafisch überzeugen mich alle Games. Und Nintendo-typisch machen die auch Spaß. Da kann ich in das Wasser rein. Die Physik ist schon arg realistisch. Ja, ich muss also gegenlenken mit den Wellen und schauen, dass ich in der Gischt der Gegner nicht verloren gehe. Ich muss natürlich auch an den Bojen Scheiße vorbeifahren. Boje, was machst du da? Die hat sich verstellt kurz vor Ende, das war nicht nice. Man fährt an denen vorbei, kann vielleicht auch solche Rampen benutzen, um Tricks zu machen. Habe ich jetzt einmal gelassen, weil das wollte ich noch nicht. Und ich krieg dann ab und zu mal den Turbo. Den kann ich nämlich ab und zu auslösen und mich hoffentlich dann an die Spitze setzen. Ja, wenn ihr einmal es gewöhnt seid, wie der Wassergang hier funktioniert, sogar die Delfine kommen vorbei. Eieieiei, kommen vorbei. Hat trotzdem gezählt. Ich finde, ich bin gut gefahren bis hierhin. Und zeigen einem so ein bisschen den Weg. Es funktioniert schon ganz gut und es wird vor allem kniffliger und schwerer. Ich habe mal ein paar Testdurchläufe gemacht, ein paar Weltmeisterschaften geholt, so wie es sich gehört. Und hier, das war mit Absicht, um euch mal zu zeigen, wie man kentert. Das gewinne ich noch, das ist easy. Das kriege ich noch hin. So, ich darf nur nicht die Bojen hier nochmal verpassen, weil nach 5 Bojen ist... Schluss, da fällt sie hier wieder um. Ja, das kommt davon, weil gerade ist der Wellengang ein bisschen anders, als wie ich es gewöhnt bin. Ja, da kann ich ja nichts dafür. Eigentlich bin ich immer auf Platz 1 bei sowas. Kriegen wir hin. So, ich habe hier noch eine Runde. So, hier mal den Turbo rein, zackidi zack, einmal hier vorbei. Wenn es mal ein bisschen kniffliger wird später, mit höherem Wellengang, mit rauer See, dann müsst ihr auch gut antizipieren, wie das funktioniert. Und das könnte vielleicht der Launch-Titel für euch sein. Also ich denke, ich werde mir auf jeden Fall Luigi's Mansion als auch Wave Race dann nochmal genehmigen in der finalen Vollversion, wenn sie mal draußen sind, weil das sind coole Launch-Titel und eventuell werde ich sie auch bevorzugen gegenüber dem Nintendo, nicht dem Nintendo Xbox, sondern der Microsoft Xbox. Da! Erster Platz! Also erster Platz vor dem 6. Fünfter ist, das ist japanisch für erster Platz. Ja, gut gemacht, Gregor. Ich meine Super Greg, ich meine Jonathan Grakes. Das haben sie korrekt gemacht, das haben sie schön gemacht, das haben sie richtig gemacht. Wissen Sie denn, was auch korrekt und schön ist? Nicht nur Wave Race, sondern auch der Game Boy Advance. Ja? Können Sie sich erinnern? Wir haben kurz angekündigt, Nintendo hat auch ein Handheld geplant. Und ich mach mal kurz, hier, meine Hände sind frei. Meine Hände sind komplett frei. Meine Hände sind... Ha, wo ist der denn aufgetaucht? Schauen Sie sich an. Da habe ich ihn. Da habe ich einen Game Boy Advance, ein Vorabmodell. So sieht er aus. So wird er in Ihren Händen sich anschmiegen, hat ein Screen in der Mitte, das ist noch Vorabmodell, deshalb ist die Farbe noch recht weiß, aber den wird man in verschiedenen Farben haben können. Zwei Knöpfe hier, Steuerkreuz hier, L und R hier, Kassetten hier und Bildschirm ist da. Und ja, da wird man etliche Kassetten drauf spielen können, sollen in der Qualität ungefähr bei dann dem Super Nintendo sein. Und ich spiele mal kurz ein bisschen. So. Aber... Ah, jetzt, ich hab was vergessen. Moment. Die Hintergrundbeleuchtung, die ist nämlich nicht drin, warum auch immer. Dafür hat Nintendo ein Zubehör dann geholt. Und das ist ganz günstig, kostet nur 97 D-Mark und lässt sich handlich verpacken. Ist so ein kleines tragbares Licht, was man hier benutzen kann. Und wenn Sie das aufgestellt haben, so, dann, jetzt kann ich so ein bisschen was erkennen. Ja, mit diesem Licht ist das alles kein Problem. In der Kombination nur für 495 D-Mark.
geben Sie Bescheid, dass Jonathan Grakes Sie empfohlen hat, dann kriegen Sie vielleicht auch mal ein kleines bisschen Discount. Empfehle ich beides hier. Wenn Sie das Licht haben, wenn Sie den Game Boy Advance haben, können Sie zum Beispiel folgende Spiele zocken. Wie zum Beispiel F-Zero Maximum Velocity. Ein Launch-Titel auf dem Super Nintendo war F-Zero und jetzt wird die Velocity maximiert und der Spielspaß vergrößert um eine gute Potenz. Es sieht gut aus, es steuert sich gut, es ist fein und es ist ein turboschneller Titel. Sofern ihr was auf dem Bildschirm erkennt, könnte es der Launch-Spaß für euch sein, wenn ihr den Game Boy Advance selber in Händen haltet. Wenn es mal Rollenspiel sein soll, die Leute von Camelot, unter anderem für solche Spiele wie Shining Force bekannt, haben für Nintendo ein Rollenspiel namens Die Goldene Sonne gemacht. Ja, ist nicht nur Landcafé, sondern auch ein Rollenspiel mit schönen rundenbasierten Kämpfen und zitteriger Action- und Renderoptik. Das könnte auch sich zu einem stetigen Begleiter machen mit extra langen Cutscenes, die teilweise 20 Minuten dauern. Denke ich jedenfalls. Was es ebenfalls noch gibt, ist ein bisschen Strategie, ein bisschen Taktik. Advance Wars ist von den Leuten, die eine Serie namens Fire Emblem gemacht haben. Das ist nicht vielen Leuten bekannt, die gibt es nur in Japan. Advance Wars ist dann ein Kampfspiel, vielleicht ein bisschen nicht unähnlich zu Battle Isle auf dem Amiga oder History Line oder anderen vergleichbaren Games, nur eben mit knuffligeren Figuren und vielleicht auch besserer Taktik, das auf dem Game Boy Advance drauf. Und ein kleines Spiel, das habe ich mal reingenommen, das sah interessant aus. In Japan erscheint Gyakuten Saiban, ein Gerichtsverhandlungsdrama, wo ihr Mordfälle vor Gericht auflöst. What? Das als Videospiel? Kann ich mir zwar nicht so ganz vorstellen, dass es funktioniert, aber es sieht auch irgendwie interessant aus. Vielleicht ist das durchaus ganz cool, ganz schnieke und ganz fein. Das wird in Japan noch herauskommen. Der Game Boy Advance selber, auf der E3 wurde gerade vorgestellt, in Japan ist der schon draußen. Das bedeutet also, das Vorabmodell, was ich habe, natürlich ist eines der selteneren. Aber wenn ich in Japan gewesen wäre, hätte ich ihn kaufen können. Und ein Spiel wie folgendes hier spielen. Das, was wir hier sehen, ist das Runde vom Mond. The Circle of the Moon. Und schaut euch das an. Ich kann sogar springen. Und peitschen, das sagt mir natürlich, das ist ein Spiel aus der Castlevania-Serie. Castlevania, natürlich sehr groß von Konami. Dracula ist mal wieder da. Der Peitschenschwinger Belmont kommt wieder her. Oder Peiching Yang oder wie der auch immer heißt. Und ja, ey, seit dem guten alten Super Castlevania 4 auf Nintendo-Konsolen gab's nicht die mega geilsten Vampir-Spiele. Was gab's noch? Dracula X, das war nicht so toll auf dem Super Nintendo. Ansonsten musste man dann PlayStation und andere Geräte spielen. Jetzt sind wir wieder bei Nintendo angekommen und es sieht eben aus wie ein Super Nintendo-Spiel. Ja? Die Skelette werfen mit Bomben, wo die hier haben, weiß ich nicht. Sind sie mit den Bomben gestorben oder haben sie sie bekommen, nachdem sie gestorben sind? Vielleicht wurden sie mit Bomben fabriziert, keine Ahnung. Ich kann hier herumlaufen, die Bomben wegpeitschen, die Skelette wegpeitschen. Sehr schöne Reichweite übrigens. Das ist nice. Ne? Schaut euch diese Reichweite an. Die reicht echt weit. Deshalb heißt es auch Reichweite. So, einmal hier. Einmal kurz na 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 und dann kommt das hier und dann peitsche ich nochmal zurück. Stört sich perfekt, ja. Also wenn ich drücke, springt er, wenn ich drücke, peitscht er. Versagen ist hier nicht am Gerät, sondern an dem Bediener des Geräts, wenn jemand außer mir talentierten Spieler da dran sitzt. Und das könnte durchaus. Der hat aber viele Hitpoints, ne? Ja, da waren echt viele Hitpoints. Jetzt komm, mein Freund, jetzt reicht's auch mal. Jetzt reicht's auch mal. Da! Das ist doch schön. Das ist doch nice. Das ist doch wunderbar. Das ist Circle of the Moon, eines der Spiele, die erhältlich sein werden. Wir sind noch mal ein bisschen in die Tiefe gegangen und haben für euch einen kleinen Erfahrungsbericht vorbereitet, der nicht nur sich mit dem Game Boy Advance auseinandersetzt, sondern auch ein bisschen über seinen erfolgreichen Launch in Japan was zeigt. Kein Kinderzimmer ist vor ihm sicher. Über 12 Millionen Mal ging der Game Boy über deutsche Ladentische. Und die Erfolgsstory geht weiter. Mit dem Game Boy Advance. Der ist kleiner, handlicher und, so die Macher, das Beste, was der Markt hergibt. Der Game Boy Advance besitzt einen 50% größeren Bildschirm, kann über 32.000 Farben gleichzeitig darstellen und besitzt zwei neue L- und R-Tasten, die zum Spielen gedacht sind. Das ist, war vorher noch nie möglich gewesen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, jetzt durch den Game Boy Advance Spiele darzustellen in der Qualität, die wir vorher auf dem Handheld noch nie gesehen haben. Noch bessere Farben, noch schärfere Bilder. Und leichter zu bedienen als der alte Game Boy, verspricht der Hersteller. Mit einem speziellen Kabel können bis zu 4 Spieler gegeneinander antreten.
Und Futter für die kleine Maschine gibt es reichlich. Insgesamt 13 Spiele, speziell für den Game Boy Advance. Es werden Rollenspiele sein, es werden Sportspiele sein, Autorennspiele sein. Also es ist komplett für jeden was dabei, auch zum Kniffeln ist was dabei. Jeder ist abgedeckt damit. Doch der smarte Mini-Player hat seinen Preis, um die 250 Mark. Damit ist der Game Boy Advance 100 Mark teurer als sein Vorgänger. In Japan hat der Preis niemanden gestört. Beim Start im März standen lange Schlangen vor den Läden. Schon nach 5 Wochen waren 1,6 Millionen Stück verkauft. Tokio im Game Boy-Rausch. Hört ihr es? Der Rausch. Der Gameboy-Rausch. Wie ein Pochen des Herzens. Und was braucht man fürs Herz? Ein bisschen Werbung. Future Club, das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Graves. Haha! Die Lampe hier. Habe ich euch reingelegt, da dachtet ihr, ich komme von außen, aber der Future Club 2001 ist eine Sendung voller Geheimnisse und Mysterien, wie mein Ort, aus dem ich entspringe. Wir haben eine kurze Pause gemacht, die E3 geht aber natürlich weiter und es ist Zeit für die PlayStation 2. Oh Gott, das ist mal hier kurz. Uff. Was ist da drin? Ist das Weihrauch? Oh, Weihrauch oder Katzenstreu? Eins von beiden. Egal, schmeckt beides komisch. Zeit für die PlayStation 2. Denn Gran Turismo, ja, Gran Turismo ist schon im 3. Teil angekommen. Fahrschule im 1., 2. absolviert, im 3. gibt's die Kür, da geht's richtig ab. Nachdem im letzten Jahr Ridge Racer 5 schon gut gezeigt hat, wie das funktioniert, finde ich, dass Gran Turismo 3 noch mal feiner, noch mal hübscher, noch mal raciger ist und ist gerade in der Arbeit, wird bald rauskommen. Wer hätte es gedacht? Danke, Polyphony Digital oder wie auch immer ihr heißt. Dann ein bisschen neblig, fast so neblig wie bei mir im Studio, ist es in Silent Hill. Der erste Teil war ein solider Hit für Konami und jetzt sagen sie sich, Resident Evil, ihr könnt mich mal, wir machen einen zweiten Teil mit noch mehr Nebel und Typen mit Mittelscheitel. Wo gibt's das denn? Typen mit Mittelscheitel kenne ich auch nicht. Aber vielleicht ist es ja doch ganz nett. Sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Kommt auch Ende des Jahres für die PlayStation 2 auf dieser E3 schon zu sehen. Und, Alter, die Rollenspieler, die fetzen gerade richtig vor Freude, denn Final Fantasy X wird auch Ende des Jahres rauskommen. Der x-te Teil, der 10. sogar, könnte man sagen, der Final Fantasy Rollenspielserie mit Grafik vom anderen Stern und von der Emotion Engine. Da wird emotiert, als ob es keinen Morgen gäbe und Bahamut fetzt die Gegner weg. Das ist geil. Und zu guter Letzt, but not zu guter Least, gibt es Metal Gear Solid 2. Ja, es wurde letztes Jahr angekündigt und dann war es auf einmal dieses Jahr und dann ist es bald Ende des Jahres und dann soll es auch rauskommen. Ja, für Ende 2001 ist Metal Gear Solid 2 endlich angekündigt und ich kann nicht glauben, dass es echte Grafik ist. PlayStation 2, was machst du da, Konami? Krass. Wirklich krass. Fast so krass wie das hier, aber vielleicht, ja, okay, nicht fast so krass, mindestens genauso krass wie das hier. Was wir hier sehen, ist auch ein Spiel, was jetzt hier gerade auf der E3 gezeigt wird und es sorgt für Aufregung, es sorgt für Spannung. Es ist auch eine Fortsetzung. Ja, wir haben recht viele Fortsetzungen gerade gesehen. Fast alle Games, die wir gezeigt haben, sind Fortsetzungen, wie dieses hier auch. Dieses Spiel heißt Grand Theft Auto 3. Da haben Sie auch richtig gehört. Diese kleinen, komischen, knubbeligen GTA-Spiele, die auf der PlayStation, auf dem PC gewesen sind, Sie können sich erinnern, Top-Down-Autos herumfahren, dann Missionen erledigen. Das war nicht allzu gut. Ja, geben wir mal zu, das war nicht geil. Das war nicht richtig geil. Es war schon okay, ja, konnte man spielen. Aber das wird jetzt fortgesetzt mit GTA 3 und die Top-Down-Ansicht, sie ist weg. Man kann jetzt herumlaufen und in 3D in Auto steigen und damit fahren und das ist interessant. Da hätte ich nicht gedacht, dass das so funktioniert. Hui! Und ehrlich gesagt, ich bin mir auch, nachdem ich hier bereits so 200, 300, 400 Stunden kurz verbracht habe für Sie, um das ein bisschen auszuloten, das sehen Sie auch an meiner perfekten Fahrweise hier, ich bin mir nicht ganz sicher über die Perspektivenänderung, weil hat GTA ein solides, kleines Mittelklasse-Spiel es wirklich gebraucht, hier auch in 3D nochmal neu aufgelegt zu werden? Zumindest in Amerika denkt man ja, denn da sorgt dieses Spiel für Begeisterungsstürme auf der E3. Kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen, aber
das war der Gedankengang, den ich noch hatte, nach so 200 Stunden. Dann habe ich aber Folgendes entdeckt und mir gesagt, Moment, fahr nicht gegen den Pfeiler Gregor, Super Greg, Jonathan Greggs, sondern fahr lieber hier entlang. Es gibt eine Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln. Ich kann näher ins Auto, ich kann ganz ins Auto rein, ich kann hier hin und da haben wir sie! Die richtige GTA-Perspektive. Ja, so wird ein Schuh draus. Ich finde, das sollte eigentlich der richtige Modus sein, in dem man dieses GTA, dieses Grand Theft Auto spielen wird. Man muss natürlich Bock darauf haben, Autofahren, herumlaufen, Missionen erledigen, eine Gangstergeschichte, eine sogenannte Sandbox. Ja, es ist keine Sandkiste zum Spielen, sondern es ist eine Stadt, wo man rumlaufen kann und sich Aufträge holen, die mir nicht automatisch gegeben werden. Also es ist ganz komisch. Ne? Keine Ahnung, ob das sieht. Die Amis, die stehen drauf, aber die Amis sind auch ein bisschen komisch, was Videospiele angeht. So, dann zeige ich Ihnen nochmal hier die andere Perspektive. Hier, man kann zumindest okay fahren, wenn man sich daran gewöhnt hat, auch wenn ich die von oben bevorzuge. Und wo ich hin soll, zeigt mir dieses formschöne Quadrat da unten an. Das pinke Quadrat sagt mir, fahr dahin, Super Greg, da gibt's coole Sachen. Ja, damit die Grafik auch schön sich bewegt, gibt es nachziehende Verwischeffekte. So, ups, ja, da ist er selber. Ja, da hat er selbst Schuld, dass er da reingefahren ist. Da konnte ich doch nichts für. Gehen wir mal von der Locke. Weil ich habe hier geparkt, ja. Musst du mit deiner Hüfte nicht dazwischen stehen. Und ja, man kann sich selber aussuchen, wo man hingeht. Kann mit Luigi seine Mädchen hier bespaßen. Je nachdem, was gerade los ist in der Mission. Und ich spreche mal hier kurz weiter. Weil das ist natürlich, wer braucht schon Story in solchen Spielen? Und was übrigens auch noch mit dabei ist, eine letzte Sache, die ich Ihnen zeigen möchte. Und ich wechsle einfach mal, ich spreche unterschiedliche Leute hier an. Ja, ich sag mal du, ich sag mal sie. Jeder, der sich angesprochen fühlt, dann ist damit abgedeckt. Dann fühle ich mich auch fein damit. So, was läuft denn hier an uns? So, habe ich dich getreten gerade? Da, ich habe ihn gesprungen. Aber ich klaue dieses Auto. Man kann Autos klauen. Das geht auch. Ist ein bisschen nicht erlaubt, was hier ist. Aber ich mach das mal. Ich fahre sogar per Rot über die Ampel. Haha, Polizei. Du kannst mich mal. Ja, mach deinen soliden Eindruck. Wie gesagt, diese Perspektive ist die beste. Weil dann wird ein Schuh draus. Wir werden sehen, ob die Amerikaner recht haben. Oh, jetzt sehe ich auch, warum man diese Perspektive nicht spielt. Ich sehe gar nicht, wo das Auto ist. Na gut, oh, kann schon passieren. Mal sehen, ob die Amis recht haben oder nicht. Ich sage mal voraus, dass GTA im nächsten Jahr. Der Trend ist vorbei und der dritte Teil wird auf lange Sicht der letzte bleiben, weil wenn sie es einmal verhunzen, verhunzen sie es für immer. Sprich aus dem Auto, mein Freund. Oder steig aus. Okay. Das war Grand Theft Auto 3, eines der interessanteren Spiele für die... Nicht alles runterfällt vor lauter Vorfreude. Egal. Eines der interessanteren Spiele, wenn auch nicht der geilsten Spiele, die es geben wird auf der E3. Aber wer gerne mal selber zur E3 möchte... Ich möchte allen Leuten da draußen eine kleine Warnung geben. Denn die E3, die ist im Sommer. Und was passiert im Sommer? Sommergefühle. Liebe liegt in der Luft. Liebe und Smog, aber hauptsächlich Liebe. Und dann noch ein bisschen Smog hinterher. Und das kann für junge Leute, wo die Libido strömt, sie strömt, überall, das kann gefährlich sein. Und deshalb haben wir für euch da draußen ein paar kleine wichtige Liebestipps zusammengesucht. Vorgetragen von Das Modul. Oliver 16 aus Potsdam hat folgendes Problem. Ich will am nächsten Wochenende zu einer Computermesse. Nun ist es so, dass mein Glied bei jeder Kleinigkeit steif wird. Als ich neulich im Computergroßhandel war, konnte ich es kaum noch verbergen, wie erregt ich war. Ist das normal oder habe nur ich dieses Problem? Lieber Oliver, alle Jungs in deinem Alter sind für solche sexuellen Reize empfänglich und bekommen in den unmöglichsten Situationen eine Gliedversteifung. Das kann manchmal schon peinlich werden. Versuche dir nicht schon vorher Gedanken darüber zu machen, sondern lass alles auf dich zukommen und entspann dich. Wohl dem, der dieses Problem nicht mehr hat. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Dann wird's auch was mit dem nächsten Messebesuch. Leute, lasst uns ein bisschen wieder Andacht dann halten. Ein bisschen melancholisch werden. Nehme ich mein Götzenbild. Streichle es ganz zart. Ihr habt's gehört. Sega! Sega sind nicht mehr im Konsolenbusiness. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh no. Ich bin doch aufgewachsen mit Master System. Genährt am Busen! Des Mega Drives, ein Sega Genesis, habe ich Fahrschule drauf gemacht. Und auf dem Dreamcast wurde ich endgültig. Nicht, dass der Controller zu runterfällt. Wurde ich endgültig zum Mann. Und jetzt hören Sie einfach auf,
Sega, kein Dreamcast mehr. 2 Jahre war die Konsole auf dem Markt. Und dann sagt ihr, das lohnt sich nicht mehr. Es lohnt sich aber. Leute, egal, wir wollen jetzt nicht über zerschnittene Tischtücher und in den Brunnen gefallene Kinder sprechen und das traurige Ende von Sega, sondern wir wollen ein wenig zelebrieren. Denn ein bisschen Zeit haben sie noch. Der Dreamcast ist noch nicht ganz tot. Vor allem, wenn man solche Spiele wie das hier sich anguckt. Schaut euch an, was ist das? Da läuft er, da springt er. Ein Sonic, ein Hedgehog, ein 2, ein Adventure. Sonic the Hedgehog Adventure 2, Sonic Adventure 2! Ja, eine Handvoll Games werden noch rauskommen für den Dreamcast. Und eines, was neben der traurigen Nachricht, dass Sega nicht mehr am Start sein wird, hier die Welt der Videospiele dominieren wird, hoffentlich, als Abgesang, ist Sonic Adventure 2. Der erste Sonic Adventure Teil kam ja mit dem Launch des Dreamcast vor nicht mal knapp 2 Jahren raus. Oh Mann, Sega, was macht ihr bloß? Und war da schon ein mega geiles Game. Und ey, also ich habe selten so einen guten Einstieg in ein Videospiel erlebt, wie er mit Sonic Adventure 2 ist. Ja? Rolling around at the speed of sound. Got places to go, gotta follow the rainbow, sagte schon Descartes. Ein berühmter Philosoph und Sonic the Hedgehog-Fan. Schaut euch das an, schaut euch an. Da spring ich runter. Und ich kann, das ist keine Cutscene, ich kann fahren. Sega, was denkt ihr euch denn? Der Dreamcast kann das hier darstellen. Und da geht wieder, da hat er das Taxi weggedöxt. Ja, wer braucht schon Taxen, wenn man einen Sonic hat? Na, die haben auch das davon, dass sie das einfach dahin parken. Und da spring ich einmal raus. Der hat es verdient. Und dazu die geile gesungene Musik. Also, ich versuche, meiner Trauer Herr zu werden. Aber es ist schwierig, ja. Ich werde wahrscheinlich mir noch einiges an Höhenfliegern und bewusstseinsverändernden Mitteln reinwerfen können, um den Verlust von Sega ausmerzen zu können. Oder ich spiele einfach ein paar Runden Sonic Adventure 2 mit hoher Geschwindigkeit, mit präziser Steuerung, mit, ich stelle mich auf den Boden hin und mache dann die Eieruhr. Warte mal, wie ging die hier? Eieruhr, Eieruhr. Na, irgendwas muss ich drücken, dann hat er sich wie eine Eieruhr dann zusammengedrückt. Und da kann ich diese Roboter anhauen. Jetzt hau mich hier mal weg. Aber man sieht's, es darf nicht leicht sein, die Steuerung, ja? So, ach, die Taste war's, so. Da habe ich die Eieruhr gemacht, habe die Kisten zerstört. Und hier kann ich ein bisschen Grinding machen. Sogar Tony Hawk ist drin. Sogar Tony Hawk ist mit dabei und man braucht das nicht mal. Und Sega hat so ein Bollwerk der Unterhaltung hier. Und trotzdem lassen sie den Dreamcast sterben. Ja, ihr habt schon gesehen, beim GameCube, Sega versuchen es jetzt zumindest, wenn sie keine eigene Konsole mehr bedienen, Software für andere Hardware rauszubringen. Und Monkey Ball auf dem GameCube, das kann ich ja schon sehen, aber ein Sonic auf PlayStation 2? Oder PC? Oh Gott, oder auf dem GameCube. Mit Mario zusammen, ich spiele mit Mario zusammen. Sega, was macht ihr denn da? Muss das sein, soll das sein, darf das sein? Ich weiß es nicht, aber bis dahin haben wir zum Glück noch in diesem Jahr Sonic Adventure 2, was wir spielen können. Und das, finde ich, sollte eigentlich die Diskussion dominieren und nicht dieses gottverdammte Grand Theft Auto 3. Ey, ihr Amis, ihr seid aber auch alle deppert, ne? Ihr seht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ihr seht den Igel vor lauter Turnschuh nicht, ja, der direkt vor euch sitzt. Und dann laufe ich hier einmal vorbei. Haha, ihr habt mich nicht erwischt. Und zum Beispiel, was passiert, wenn ich sowas hier sehe, dann möchte ich dran springen. Dann kommt Sonic hoch. Und kann ich hier direkt durchtauchen. Ist das der Hammer? Gotta follow the rainbow. Ja, lauf die Wand runter, Sonic. Zeig ihnen, wie schnell du sein kannst. Auch wenn du vor deinem Problem wegläufst. Du hast es dir verdient. Lauf bloß weit weg von Sega. Jetzt muss er aber... Nein, Sonic... Ja gut, ab und zu kann man auch mal sterben, wenn ich aufpasse, aber genug. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, denn Sonic Adventure ist ein Hammer-Titel. Sonic Adventure 2 ist noch hammeriger und einer der Titel, der den Abgesang des Dreamcast vernünftig für euch bestreiten lassen wird. Lasst uns also einen kleinen Blick noch darauf werfen, was die letzten Titel sind, die den Dreamcast ins Grab begleiten. Zum Beispiel haben wir da ein Horrorspiel namens Illbleed. Du bist krank, du blutest und es ist ganz viel Horror sogar. Der Kopf explodiert vor Vorfreude. Man muss aufpassen, nicht geschockt zu werden. Eine ganz eigenständige Idee, auch hier auf dem Dreamcast nur verwirklicht. Da tanzen sogar unsere Freunde hier mit und sagen, Illbleed, das gebe ich mir gerne. Bloß nicht auf einer anderen Konsole, schämt euch, wenn ihr es portiert. Bitte bleibt auf dem Dreamcast. Wer gerne ein bisschen prügeln möchte und sich an die guten alten Schultage erinnert und sagt, der Lehrerin, der wollte ich schon mal richtig
auf die Kauleiste gehen, dann kann man sich natürlich hier die Fortsetzung von Rival Schools Project Justice geben. Lehrer, Schüler, einerlei, wird gekloppt, als ob es keinen Morgen gäbe, auch noch einmal von der Spielhalle auf dem Dreamcast wieder drauf. Ich mache das erste Rival Schools. Meine Schulzeit ist ja auch jetzt schon 2-3 Wochen vorbei. Kann ich mich wieder dran erinnern. Und welche Sportart sollte man als Videospiel nicht umsetzen, wenn nicht Squash? Ja, Squash im Weltraum, Comic Smash, Cosmic Smash, auch ein Sportspiel für den Sega Dreamcast, wird's nochmal richtig krachen lassen. Und ich meine, die große Squash-Community, die jubiliert jetzt noch einmal, dass man dieses wunderbare Game dann auch spielen kann und Blöcke im Weltraum aufbaut. Und wer braucht schon Grand Theft Auto 3, wenn man Headhunter hat? Denn Headhunter, das ist geil, das ist schön, das ist toll, das macht Spaß und das ist cool und das ist toll und das sollte man sich auf jeden Fall genehmigen. Das ist Fun Fun und geil. Headhunter, da läuft er. Sega! Warum Sega? Warum musst du es euch fetzen? Aber, oh Gott, ist wieder der Weihrauch. Warum musst du es euch fetzen, Sega? Aber dann bin ich wieder froh, dass es noch solche Spiele wie das hier gibt. Schau euch das an, wenn es mal geht hier. No loading, nein, so heißt es nicht. Es heißt, ich geh mal auf Start hier. Shenmue 2. Yeah. Der zweite Teil von Shenmue, das habe ich euch ja auch vor einiger Zeit in einem der älteren Future Clubs vorgestellt. Und das war ja ein Spiel, das leider nicht zu Ende gegangen ist. Ja, es war so wunderbar, es war so spannend. Ryo Hazuki, sein Vater wurde gemeuchelt von Landi, dann ist er zum Hafen gegangen, hat ein Kätzchen gestreichelt, ist mit dem Gabelstapler gefahren, dann hat er ein bisschen Oktopusriegel gekauft und geknubbert und dann war das Spiel zu Ende. Und jetzt geht's weiter mit Shenmue 2. Bin ich sehr froh darüber, dass Sega noch die Chance bekommen, ihr Epos, ihr Rollenspiel-Epos zu beenden. Ryo ist mit seinem Rucksack in Hongkong gelandet. Ja, er sucht nach Spuren von Landi, hat sich vom fernen Japan ins noch fernere Hongkong aufgemacht. Und auch hier. Also, wenn sie das nicht zu Ende gemacht hätten, das wäre voll traurig gewesen. Deshalb finde ich super cool, dass sie jetzt für Ende des Jahres nochmal den zweiten Teil geplant haben. Bin auch sehr gespannt, wo das hingeht. Kann das noch nicht wirklich vorab sehen. Ich kann hier herumlaufen, ich kann hier mit Leuten reden. Ich kann hier der Dame kurz Hallo sagen. Hallo, Dame. Ja, kannst gerne meine Hand lesen. Auf jeden Fall, er will sich nicht die Hand lesen lassen, ist auch teuer, ne? Weil Ryo will nur wissen, wo es zum nächsten Ort hingeht, wo er vorbeigeht. Eine Besonderheit, ja, es ist natürlich ein bisschen schade, aber dadurch, dass der Dreamcast ja jetzt nicht richtig mehr verkauft wird, eine englische Synchro, die lohnt sich. Die lohnt sich nicht mehr richtig wirklich. Ne? Das Ding ist, dass man hier eben mit japanischer Synchro spielt, aber man gewöhnt sich dran. Ne? Man muss sich nur vorstellen, dass alle Leute in Hongkong dann eben kein Kantonesisch sprechen, sondern einfach nur Japanisch. Und dann passt es schön. Und was ist hier los? Ich bin einfach vorbeigegangen, da kam die Cutscene hier schon. Da wird Arm gedrückt. Oh Gott, schaut euch diese Muskeln an. Diese Berge. Dieses gestählte Fleisch. Und die Plauze. Eine leichte Wohlstandsplauze hat er auch. Aber deshalb hat er auch verdient verloren. Boah, guck mal, was für Geld er gewonnen hat. Was für Geld er gewonnen hat? Ich glaube, das möchte ich auch. Was willst du, Junge? Ja, ich suche eigentlich jemanden. Aber für ein bisschen Armdrücken ist immer Zeit. Okay. 10 Hongkong-Dollar? Ja, das mache ich. Okay. Ich muss den Knopf schnell drücken. Ich fordere ihn heraus. Muss kurz mir hier das Handgelenk weich wackeln. Weich. Weiches Handgelenk. Sehr, sehr nötig. Weil ansonsten kann man nicht so gut drücken. So, jetzt bin ich so weich gewackelt. Alter, ey, das hilft wirklich. Scheiße. Ich darf das mal machen. So, also. Ich bin Ryo Hazuki und ich gebe dir ein Hastuki. Das ist griechisch für in die Fresse hauen. Sag ich jetzt einfach mal. Himenes Galcha!
So, Jimenez, lass mich dich besiegen. So, Amigo. Also, die gute Technik. Okay. Okay, muss Fight sein. Ah, drück! Ja! Bist pressiert! Es pressiert! Jawoll! Punch it! Yosh! Oh, mein Rücken! Holy! Oh! Oh! Alter, weißt du, wo meine Herzpillen sind? Egal! Selbst wenn ich keine Herzpillen habe, ich kann sie mir für die 10 verdienten Hongkong-Dollar, die umgerechnet 17 Cent sind, wahrscheinlich kaufen. Und so lebensecht ist Shenmue 2. Ein wunderbares, ein tolles Spiel. Das war ein kleiner Blick auf Shenmue 2. Der Abschluss der großartigen Shenmue-Serie. Endlich geht es zu Ende. Ich hätte es nicht ertragen, wenn wir einfach nicht wieder das Ende gesehen hätten, sondern Sega sich gesagt hätte, mit dem Dreamcast geht's wirklich bergab und dann passt das nicht mehr. Danke dafür, Sega, und danke für all diesen Jahre, die ich in eure Videospiele investiert habe. All das Geld, das ich in eure Hardware ausgegeben habe. Aber es ist doch schon ganz traurig. Mama! Es ist traurig! Wie bitte? Die Werbung! Da wird man doch ganz wehmütig. Aber egal, scheiß auf Sega. Nee, scheiß nicht auf Sega. Denn sie haben noch ein paar andere Standbeine. Wir haben gesagt, sie machen auch Spiele für GameCube, vielleicht für PS2, vielleicht für Xbox, mal sehen. Aber es gibt ja auch noch die Spielhallen, die Arcades. Und da haben Sega ja mindestens ein viertes Standbein, was sie so auswerfen können. Und haben etliche Spiele in Planung, wie zum Beispiel folgende. Beachbikers. Ja, natürlich. Warum denn nicht? Wenn's im Heimbereich nicht klappt, dann in die Arcades gehen und leicht bekleidete sportliche Mädels beim Bälleschlagen zuschauen und dazu noch mal ein bisschen Volleyball spielen. Ein Spaß für die ganze Familie und ich hoffe, dass es für Sega sich auszahlt, denn das scheint eine ganze Menge Geld zu verursachen, wenn Leute damit spielen und das in die Automaten werfen. Wer nicht gerne Beachvolleyballt, der kann sich am Planet Harriers versuchen, einer der weiteren Sega-Titel exklusiv für die Spielhalle. Space Harrier war ein großer Kultklassiker aus den 80ern, ein Ballerspiel aus der Third-Person-Perspektive, von hinten rumfliegen auf Planeten und ballern. Und jetzt ist man nicht in Space unterwegs, sondern auf den Planets. Und sieht eigentlich geil aus. Wäre toll, wenn das auf den Dreamcast kommt, aber ist jetzt auch egal, dann gehe ich eben in die Spielhalle, um zu zocken. In der Spielhalle, nicht nur Sega ist da unterwegs, sondern auch Captain Janeway und Neelix und Tuvok. Wenn die Borg vorbeikommen, Star Trek Voyager wurde als Ego-Shooter nochmal neu wiederbelebt. Grafik vom anderen Stern aus dem Delta-Quadranten mit Schuss-Action nochmal mit dabei. In der Spielhalle als Voyager-Fan werdet ihr nichts Besseres finden. Achtung, Achtung, Tuvok, hinter dir, ein Borg-Kubus. Ach, auch egal. Gehe ich eben zu Neelix. Und Jockey Grand Prix. Wenn ihr nicht genug Geld auf der Pferderennbahn loswerdet, dann könnt ihr euch ein Pferderennbahn-Wettspiel auf dem Neo Geo Arcade Entertainment System holen und dann auf Pferde wetten. Sieht geil aus, oder? Auch bald in den Spielhallen für euch zu sehen, möchte ich eigentlich alle haben. Sega, warum macht ihr nicht sowas? Das wird noch mehr Geld machen als Volleyball. Nun denn, ein Arcade-Spiel möchte ich euch noch gerne zeigen und das ist nicht von Sega, aber von einem meiner Lieblingsentwickler, die so viel auf Sega gemacht haben damals. Gunstar Heroes, Dynamite Heady, Light Crusader, Guardian Heroes haben sie gemacht, Bungaio, wie sie alle heißen. Und jetzt gibt's das wunderschöne Spiel Ikaragua. Yeah. Nein, es heißt Ikaruga. Aber ich kenne ein paar Leute, die Ikaragua dazu sagen. Ein Shoot'em'up, ein vertikales Ballerspiel von Treasure, den Machern von Gunstar Heroes und anderen Spielen. Kommt bald in der Spielhalle raus. Gegen Ende 2001 ist es geplant. Hier eine Vorabversion, die wir uns im Rahmen der E3 schon angucken können. Und das Tolle an diesem Spiel ist es, dass es nicht nur
eine richtig geile Grafik hat. Ein richtig schöner Top-Down-Shooter. Gehen wir mal auf normal. Sondern es hat ein besonderes Spielsystem noch mal drin, bei dem man die Polarität wechselt. Ja, hier, ein großes Raumschiff. Es fliegt, guck mal hier, kommt's raus. Und dann geht die Perspektive schon auf die Top-Down-Sicht. Und ihr seht es, was ist denn jetzt los? Ich schieße Gegner kaputt, aber ich gehe in die Projektile rein und die machen mir keinen Schaden. Ja, das ist so. Ich kann die Farbe wechseln bei meinem Raumschiff. Ich kann ein dunkles Raumschiff sein und ein helles. Und das Ding ist es, die Gegner sind auch entweder dunkel oder hell, je nachdem, welche Farbe mein Raumschiff hat. Als helles Raumschiff kann ich mehr Schaden bei dunklen Gegnern anrichten, bei dunklen Gegnern als helles Raumschiff wieder im Gegenzug. Allerdings, die Gegner schießen ja auch Kugeln und jetzt gerade, wo ich auf weiß bin, heißt es, ich kann durch die weißen Schüsse durchtauchen, aber nicht durch die schwarzen und die dunklen. Und ich muss dann entsprechend hier auch gucken, dass ich immer meine Farbe wechsle, um nicht kaputt zu gehen. Aber es lohnt sich eben auch, die Farbe bei den gegenseitigen Raumschiffen zu machen, weil dann macht man sich auf jeden Fall ganz easy zu kapieren. Und wenn man einmal drin ist, wird das ein Spaß für die ganze Familie. Hier, ich ziehe mal hier kurz rüber. Gut, dass ich jetzt hier den dunklen Modus habe, weil dann konnte ich mich nämlich gerade noch mal befreien. Ich versuche jetzt mal, das weiße Raumschiff zuerst wegzuhauen. So, das dunkle könnte ich schaffen. Nee, ich sollte... okay, jetzt bin ich auf der Polar... Und da bin ich in die weißen Schüsse reingezimmert. Das wollen wir natürlich nicht. So, ja, das bringt noch mal eine ganz andere Art von Taktik rein. Und jetzt, ich habe so gut bis hierhin geschafft. Und dann macht es das weg. Ich habe Leute in den Spielhallen schon gesehen, wo erste Location-Tests drin gewesen sind, die den Zweispieler-Modus mit einer Person gespielt haben, also mit sich selbst. Ja, das bedeutet, sie haben einfach den Two-Player-Mode dann so angegangen, dass sie beide Controller in die Hand genommen haben und dann mit den Fingerkuppen ausgelöst haben, die Schüsse. Sag mal, da war doch jetzt... Dann nehme ich den Credit, okay, von mir aus. So, nehme ich den Credit einmal hier rein. Komm, explodier. So. So, geh mal hier weg, geh mal. Ja, die Konzentration ist natürlich auch sehr wichtig. Also das sind schon ganz große Experten gewesen und ich glaube, das wird einmal auch noch mal richtig vom Leder ziehen. Ich finde das Spiel fantastisch, es sieht gut aus. Die Idee ist super cool. Man kann auf Score spielen, man kann versuchen, das Ding zu beenden. Man kann den Zweispieler-Modus zu zweit oder alleine oder zu dritt spielen, wenn man sich abwechselt, das geht auch. Und hier versuchen wir jetzt mal, diesen Gegner umzumömmeln. Weiß. Okay. Weil durch die kann ich jetzt nicht so schnell durchtauchen. Durch die schwarzen schon näher, aber ich ziehe nicht so viel Energie ab. Ich habe auch nicht unendlich Zeit, den Boss zu besiegen. Das wäre eigentlich... So. Erste Stufe habe ich geschafft. Ich probiere mal. Okay, jetzt haben wir den schwarzen Schild. Okay, das habe ich... Oh, verdammt. Meine Hitbox, die ist auch ein bisschen kleiner zum Glück, dass ich so ein bisschen durch die Schüsse noch mal extra durchtauchen kann, die selbst die andere Polarität haben. Aber das wird, glaube ich, nicht so gut ausgehen, denn ich habe auch ein Zeitlimit eben. Obwohl, okay, den Part haben wir geschafft. 60 Sekunden noch. Let's see. Ui! Ja, das war nicht geil, Leute. So. Oh, komm, einen Credit haben wir noch. Ich will nur kurz weghauen. So. Komm, jetzt bist du schon bei der roten Energie. Das kriegen wir hin. Ah, wo bist du? Komm, konzentrier dich, Super Greg. Ja. Okay. War's das? Ja! Schau es an! Da rümpelt der Controller vor Spaß, aber auch, weil ich gewonnen habe. Punkte für mich, unter anderem bald in den Spielhallen zu haben. Leute, ich glaube, wir haben uns eine kleine Pause verdient, weil ich so gut gewesen bin. Deshalb, was hast du gesagt? Auch hier die Werbung. Future Club, das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Graves. Was geht ab? Ihr geilen Schnittchen, haha. Habe ich euch reingelegt. Hätte nicht gedacht, wo ich mich verstecke. Aber mein Aufenthaltsort ist ein Geheimnis. Ein Mysterium, könnte man sagen. Ach, diese Hose. Da rutscht sie mal wieder. Oh Gott, das kriege ich nicht mehr raus. Egal, das ist nicht so wichtig, denn es geht um Videospiele. Es geht um großartige Games, die auf der E3 2001 gezeigt werden. Und es geht auch um Computerspiele. Welches Computerspiel ist das Wichtigste?
ist das Beste, ist das Geilste, ist das Tollste, was man jemals sehen wird? Welches ist es? Duke Nukem Forever. Und hier ist es! Situation has deteriorated. It appears they have the president. The Earth Defense Force has been compromised, and I'm afraid you can't trust anyone. Hey, pal, what are you gonna do? Save the world all by yourself? Ey, ganz ohne Flachs. Sieht eigentlich richtig gut aus. Ne? Also ich kann es verstehen, dass sich dann 3D Realms satte 4 Jahre Zeit gelassen haben, aber wenn so ein Produkt dabei rauskommt, da stand am Ende zwar When It's Done, aber man kann ja sagen, das sah ja so fertig aus, das ist quasi ein Launch-Trailer. So weit kann es nicht mehr sein. Wann ist es? Juli 2001, lass es August sein. Lass sie noch mal ein bisschen dran werkeln und dann werden wir Duke Nukem Forever endlich spielen. Ah, ich bin so froh, das Jahr 2001, ey, Duke Nukem Forever kommt raus und Shenmue wird abgeschlossen. Das ist toll. Das ist richtig geil. Lasst uns ein bisschen aber den anderen PC-Games widmen. Und es gibt nicht nur Duke Nukem 3. Duke Nukem Forever. Ah, nee, das ist ja der vierte Teil. 3D. Oh, das ist ja da ist ja eine 4 mit drin. Fällt mir jetzt erst auf. Mann, Mann, Mann. Hätte ich das mal früher gewusst. Also nicht nur Duke Nukem 4 Forever, sondern auch viele andere PC-Spiele, von denen wir hier eine kleine Übersicht sehen. Zum Beispiel für Strategiker. Auch hier, wenn euch Advance Wars auf dem Game Boy Advance nicht ausreicht, dann könnt ihr euch in Zivilisation Teil 3 zivilisieren und mit Gandhi einen trinken gehen. Oder seine Bomben dann auf euch herabrasseln lassen. Wieder ein großer Spaß. Der dritte Teil jetzt mit noch hübscherer Grafik und noch mehr Taktik. Was soll man sagen? Auf dem PC ist es cool. Dann Rollenspiel von den Leuten von Ion Storm, die unter anderem Deus Ex gemacht haben. Das war gar nicht so schlecht. Anachronox wird noch viel besser werden. Ein Space-Sci-Fi-RPG mit Elementen von Chrono Trigger. Okay, warum? Aber warum nicht? Hört sich irgendwie geil an. Kommt auch bald auf dem PC heraus und sieht richtig, richtig toll aus. Dann haben wir natürlich noch für die Leute, die richtig viel Spaß damit haben, auch ein bisschen gute Action, was das taktische Ballern angeht. Ja, nicht nur Ballern, sondern auch taktieren. Operation Flashpoint ist ein guter Anfang für eine, denke ich mal, Serie, die lange Jahre halten wird, wo man auch mal nicht immer die ganze Zeit ballert, sondern gut taktiert. Das kann man online spielen, das kann man lokal spielen, das kann man einfach spielen. Und das ist Operation Flashpoint, wird hoffentlich auch alle Leute überzeugen, so gut wie das funktioniert. Und wir haben schließlich noch Shogun Total War, auch ein Strategiespiel. Jetzt ist man ein Shogun und teilt die Landen unter sich auf und dann stellt man sich und macht Briefe auf und sagt, akzeptierst du es oder nicht? Ich akzeptiere mal. Und da ist er so froh, dass er wieder weggeht. Denke ich auch, wenn ihr Zivilisation 3 durch habt, könnt ihr das mal spielen. Warum nicht? Ja, wunderbare PC-Games. Und eins habe ich mir noch aufgehoben, das wollte ich mir gerne mit euch gemeinsam anschauen. Guck mal hier, da ist ein Typ, der hat einen leicht verkniffenen Gesichtsausdruck. Ich glaube, der muss mal ganz dringend. Aber das ist auch verständlich, denn er hat maximalen Schmerz und redet gerne vor sich hin. Das ist der sogenannte Max Payne. Ein Ex-Polizist, würde ich sagen,
der ein tragisches Schicksal hinter sich gebracht hat, von 3D Realms auch gepublished, aber ein finnischer Entwickler namens Remedy saß dran. Müsste man sich vielleicht angucken. Und dieses Game ist nicht unähnlich. Ihr habt vielleicht diesen neumodischen Film Die Matrix gesehen. Death was in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex fast. Muss also schnell herausfinden, was es ist. Ihr habt vielleicht die Matrix gesehen, diesen Sci-Fi-Action-Film. Ich weiß, es ist nicht der größte Film aller Zeiten, aber manche kennen den, den fanden sie auch ganz gut. Und dieses Spiel hat sich so ein paar Elemente rausgenommen. Achtet mal darauf. Da laufen welche und ich kann die Zeit verlangsamen. Ich kann springen und ich kann den hier machen. Spring hier und schieß sie tot. Blom, 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 blom. Blom, 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 blom. Keine so schlechte Idee. Dafür, dass er so maximalen Schmerz hat. Ja, es gibt hier die Möglichkeit, in einen sogenannten Shoot-Dodge reinzugehen und sagen, hier, ich springe hier rüber. Zack, zack, zack. Spring in Deckung. Okay, es hat nicht ganz so geklappt, aber hier, jetzt klappt's. So, ein für dich. Zackidi, zack. Und genauso wie in die Matrix kann man eben in der Zeitlupe sich drehen und ballern. Und das könnte eventuell eines der wichtigsten Spiele 2001, wenn ich denn mal treffen würde. Es ist eine ganz filigrane Steuerung, die man sich erstmal hier drauf schaffen möchte. Kann man natürlich auch mit Maus und Tastatur spielen. Ich mache es jetzt hier einmal mit dem Gamepad, weil ich hatte es gerade in der Hand, warum nicht? Und ich bin Super Greg, ich kann das mit allem richtig machen. Ja, diese Finn bei Remedy. Nicht schlecht, Herr Specht, was ihr da abgeliefert habt. So, jetzt aber. Habe ich ihn erwischt? Oh, warte mal, nochmal. So. Zack. Und der hat uns eine Shoddy gegeben. Schau dir das an. Gute Pump. Oh, eine gute Shoddy. Da gehen wir einmal durch. Zwischendurch gibt es Cutscenes, die dann im Comic-Stil gehalten sind. Auch keine schlechte. So ein bisschen Film Noir. Ne? Ist zwar ein bisschen jetzt altbacken natürlich auch für das Jahr 2001. Aber gut, akzeptiere ich. So, einen Typen will ich nochmal mit der Shotgun wegschotten. Da. Easy. So, hier. Auch immer einen hinterher. So, ja, so funktioniert das Spiel. Und ich hoffe, dass, wenn die Finn bei Remedy noch ein bisschen näher dann arbeiten, dass das Spiel auch richtig gut werden wird. Gute Reflexe habe ich auch noch. Soll ich hier nichts auflegen und meine Schnürsenkel treten? Kann passieren. Warum das passiert, ist ein Mysterium. Ist egal. Dieses Spiel kann grafisch aber noch mal ein bisschen Zunder vertragen, finde ich. Und da ist es wichtig zu wissen, was ist mit den Grafikkarten eigentlich? Eine GeForce 2, eine GeForce 3, lohnt sich das heutzutage? Und dafür haben wir natürlich unser Technikteam mit den geschätzten Kollegen, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Und ob sich eine GeForce 2 oder eine GeForce 3 lohnen, erfahrt ihr jetzt. Elsa liefert ja mit ihrer GeForce, mit dieser Gladiac 920, das Spiel Giants aus. Eine optimierte Version, ganz wichtig, optimiert. Und da steht drinne, ist nur für Elsa-Grafikkarten also optimiert worden. Also wir dachten dann, gefährlich. Ich habe mir die ganze Sache jetzt installiert und wir haben auch natürlich die normale Version installiert auf einer GeForce 2 und möchten euch jetzt einfach mal zeigen, die grafischen Unterschiede und vor allen Dingen, welche Fehler denn ausgemerzt wurden. Das ist doch ein Schnäppchen. Dann gehen wir doch gleich rein in das Spiel. Wir sind jetzt hier mittendrin in dem Spiel und wir haben jetzt meinen Rechner abgegriffen und wir sehen jetzt hier eigentlich nichts Großes, Interessantes, aber wenn wir jetzt die Taste F zum Beispiel mal drücken, dann sehen wir hier, der regnet. Gutes Timing. Der regnet. Das war wirklich gutes Timing. Ja, perfekt. Das ist immer so ungewiss mit dem Regen, aber das ist schon mal ein neues Feature, was dabei ist. Es regnet schon mal. Und wenn wir jetzt die Palmen uns mal anschauen würden, die sind Clipping-fehlerfrei, ja? Also da sind keine Fehler. Diese eine Palme da, das sehe ich gerade, aber das ist komisch. Aber normalerweise nicht. Naja gut, die ist bei dir auch. Jetzt drücken wir mal bei dir. Ja, gucken wir mal bei mir. Bei mir sieht es nämlich gleich anders aus. Wenn ihr euch nämlich die Palmenstämme anguckt, da seht ihr da Clipping-Fehler eigentlich ohne. Jetzt gerade ist kein Wind. Doch, jetzt. Clipping-Fehler ohne Ende, die kennt ihr ja auch aus dem kompletten Spiel. Da nervt es dann teilweise auch ein bisschen, wenn man eben zoomt und eben ständig die Clipping-Fehler da hat. Die sind komplett weggemerzt und was ausgemerzt. Was richtig gut ist, guckt euch mal die Figuren. Jetzt haben wir ja Simon seine Figur da, diesen, wie heißt der denn, der Typ nochmal? Das sind die Max. Genau. Der hat jetzt da an den Beinen diese Röhren, ja. Festgelegt, also das sind keine der, irgendwie bewegten der Anzug halt an den Unterschenkeln. Genau, sagen jetzt wir gucken wir uns mal meinen an. Aha. Da sieht man nämlich, dass die Figuren an den Beinen, also die Texturen da anders sind. Also ein bisschen farbenfroh. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Lila drin. Ja, und vor allem, es ist wenn mehr... Wenn ich sie jetzt bewege, da leichtes Schimmern ist drin. Also besonders auf dem Brustkorb da. Also da so eine Glasscheibe oder sowas ist da drauf, ne? Was bei dir nicht ist. Findest du nicht?
Doch, also man sieht, es wurde halt schon ein bisschen an dem Modell nochmal gefeilt. Lass uns mal bei deinen angucken, deinen anschauen, wie das bei dir nochmal aussieht, damit man auch mal sieht, nochmal den Vergleich. Also ja. Bei mir ist, wie gesagt, da sind mehr Polygone drin. Und bei deiner? Ja, bei mir sieht's eigentlich mehr aus wie eine einfache Textur. Sieht gar nicht aus wie ein 3D-Modell, also an den Beinen jetzt. Mhm. Bei dir ist es dann doch etwas plastischer. Aber was man eigentlich viel genauer sieht und viel klarer ist der Untergrund, Stimmt. Bei der bei mir einfach schon nicht schlecht aussieht, aber doch eigentlich nur eine platte Textur ist, während er bei dir doch schon etwas mehr Struktur hat. Aber wie sieht es mit der Frame-Anzahl aus? Jetzt drücken wir mal die T-Taste, du auch, und gebe jetzt einfach FR rein. F und dann R. FR? So, dann haben wir die Frame-Anzahl. Du hast 24,25 Frames. Ja, 24,25. Und ich habe 20 Frames. Mit einer GeForce. Ja, war ich auch gestaunt. Ich dachte, Skandal! Jetzt gehen wir beide mal in das Tal runter, weil da geht ja die meisten Grafikkarten gehen da ja in die Knie. Und hier habe ich zum Beispiel 14 Frames. Ich bin hier wieder Regen 16. Noch zusätzlich. 12 Frames habe ich. Kann doch nicht sein, ich habe mehr als du. Ja, ich denke mal, dass diese optimierte Version einfach nur grafisch verbessert wurde, aber nicht irgendwie auf die GeForce 3. Also, das glaube ich auch. Wir können euch das ja verraten. Wir haben nämlich diese Version, die bei Giants dabei war, also bei dieser GeForce 3, haben wir nämlich auf einer GeForce 2 auch laufen lassen. Die gleichen Effekte, also das ist nicht irgendwie optimiert für GeForce 3, nee. Sondern es läuft genauso. Also die Grafiken sind genau identisch, also verbessert worden. Und man sieht auch dann im oberen Rand dann Version 1.3.0.6. Also war ich doch ein bisschen mehr enttäuscht. Also doch nicht unbedingt eine GeForce 3 notwendig für diese optimierte Version. Nee, es sind ja auch keine richtigen Effekte, die einem da kommen. Es ist halt ein bisschen Upgrade halt. Es ist halt nur so wirklich grafisch verbessert worden. Wenn man das so, die Texturen sind schon liebevoller und ein bisschen detaillierter und genauer. Aber verschreiben Sie auf Ihre Verpackung nichts gegen Elsa. Elsa ist eine gute Grafikkarte, also Hersteller, aber optimiert für Elsa Gladiator 920. Und dann installiere ich die auf eine Asus-Grafikkarte und das funktioniert genauso gut. Und das auf einer GeForce 2. Das ist da wieder mal... Ein bisschen beschiss. Ein bisschen beschiss, ne? Ganz klar. Was ihr haltet, ich will wissen, was ihr davon haltet. Das ist ganz wichtig. Und eure Meinung dazu, ist das dann einfach so hinnehmungsvoll, dass wir da sagen, ach ja, ist egal, das akzeptieren wir. Oder sagt ihr, das ist eine Schweinerei? Diese Meinung, wie immer, in den Comments-Bereich. Hört sich gut an, oder? Spiel du mal ein bisschen. Gar nicht mal so schlecht. Ja, Leute, die Melodie, das ist die wehmütige Melodie der Vergangenheit. Denn wer sich keinen PC leisten kann, Dreamcast ist tot, Xbox ist teuer, GameCube ist noch nicht draußen, Game Boy Advance wird sau viel Geld kosten. Alte Konsolen, alte Geräte, die sind noch nicht ganz tot im Jahr 2001, aber sind kurz vor dem Exitus. Sie werden bald abtreten, inklusive der PlayStation 1. Das ist ein bisschen traurig, denn die PlayStation... Man muss ja eins mittlerweile sagen, weil es gibt ja eine PlayStation 2, also die PS1, wie auch immer, hat so viele Jahre so gute Dienste geleistet. Und jetzt von ihr Abschied zu nehmen, ist zwar traurig, aber wir können es uns noch einmal trösten. Mit Spielen beispielsweise, wie diesem hier. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Das sieht hübsch aus. Das ist schön. Also, wenn diese Texte hier gar nicht wären. Wird aber super hübsch aussehen, denn ich überspringe die Texte mal. Das hier ist eines der letzten Spiele, die gerade noch für die PlayStation 1 entwickelt werden, nämlich Mega Man X6. Alter, der 16. Teil schon, ne? Also wenn das die römische C... Warum heißt es dann nicht XIV? XVI? Egal. Ist auch egal. Da sitzt gerade Capcom daran und die machen ja immer sonst Qualitätsspiele. Die machen auch sicherlich Spiele bereits für die PlayStation 2 und GameCube und Xbox und PC und so weiter. Aber auf der PS1 haben sie gesagt, ein letztes Hurra, lass uns das noch geben. Und Mega Man X6, hey, muss wieder den Arm lockern, den anderen Arm, Bein lockern und die Hüfte. Weil Hüfte ist auch wichtig. So, weil sonst kann ich Mega Man nicht spielen. Da, also, Mega Man X hat richtig geile Texte, die man schnell überspringen kann. Und schau dir das an. So, ich kann springen, ich kann schießen, ich kann mich treffen lassen. Aber dann schieße ich noch viel mehr. Und ich habe noch, hier, schau, mit dem Finger, das ist mein Ballerfinger. Aber das hier ist mein Slash-Finger. Ja, und nicht vergessen, der Sprungfinger. Dann kann ich nämlich, den hier wegzimmern. Hier rauf, nochmal einen drauf. Dann wieder zurück, dann der ist schon kaputt, aber ist mir egal, so, ups, kriegst du noch einen geslasht. Und ja, das Spiel ist für Fortgeschrittene gedacht. Jemand wie mich, der richtig weiß, wie sowas funktioniert. Einerseits das Schießen, einerseits das Ausweichen, einerseits das Slashen. Slashfinger hier drauf, ja, richtig drauf, Treppe runter, Finger, so. Schau euch das jetzt an. Dashfinger,
Der Dash-Finger. Dash, Air-Dash, geil. Ja, sowas geht auch noch auf der PlayStation 1. Ey, ich frag mich, da brauche ich überhaupt eine neue Konsole, wenn es so geile Spiele dafür gibt. Aber die werden schon ihre Gründe haben, dass sie die Konsole einstellen. Vielleicht sind nicht alle solche Gaming-Experten wie ich, dass ich richtig geil hier dodgen und dashen und ballern und schießen und machen kann und wallsliden. Das war Absicht. Ich wollte mal zeigen, wie man es nicht machen sollte. Jetzt fall doch runter. So. Dann slashen wir einmal hier. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann mal so gut in dem Spiel bin, dass ich, was weiß ich, so schnell das Durchspielen versuche wie nur möglich. Macht man das, ne? Man versucht, Spiele so schnell durchzuspielen, wie es geht. Ein Fast Run zu machen. Ein Fast Run. Ja, Fast Run. Gutes Wort. Lass mir patentieren. Fast Runs. Finde ich sehr gut. Dash rüber. Ach, First Try. First Try geschafft. Ja, dieses Spiel eben kommt nochmal auf. Ach komm, das war nicht nett. Auf der PlayStation 1 heraus und wir werden gleich nochmal einen Blick auf ein paar andere Titel werfen, die es dafür gibt. Aber selbst in dieser Vorabversion, finde ich, macht das schon eine gute Figur. Lass mich hier einmal vorbei. So. Komm, Energie, das kann ich mir leisten. Damage Boost. Und sind wir beim Boss angekommen? Ja. Gib's mir richtig. Oh nein, was ist passiert mit euch? Also der Text interessiert mich nicht, dafür habe ich auch den schnellen Text-Skip-Finger. Aber dieser Boss, der wird es jetzt nicht überleben. Da werde ich dem zeigen, wie das richtig funktioniert. Oh, ich bin so aufgeregt. Warning. Okay. Halt dich in Bewegung, Super Greg. Es geht richtig ab. Ist er groß! Alter, der wird jetzt angemacht. Oh, der ist groß. Ui. Duck dich doch nicht. Okay, oh, ich kann ja auch einen Speed Dash machen. Hab ich ganz vergessen. Och, lass mich doch mal vorbei. So. Alter, wann treffe ich den denn? Wo treffe ich dich denn, mein Freund? Also, so macht man's nicht. Aber egal, es wäre ja auch ein bisschen vermessen von mir, wenn ich dieses Spiel einfach durchspielen würde und es ist noch gar nicht draußen. Sei ja nicht so geil. Ich bin ein kulanter Super Greg. Ich mache das eigentlich nur für meine Freunde aus der Spieleindustrie, damit die nicht traurig sind, dass ich ihre Spiele sofort durchgespielt habe. Leute, wir haben es kurz thematisiert. Es gibt noch viel mehr Spiele für die PlayStation 1, mit der sie verabschiedet wird. Diese nehme ich. Der Tony, der Hawks, der Pro, der Skater, der 3. All diese Kollegen kommen zusammen, um Tony Hawk's Pro Skater 3 auf die PlayStation einzubringen. Sehr interessant, dieses Spiel auch auf der PlayStation 2 um einiges grafisch aufwendiger. Aber braucht man das? Ich finde, Tony Hawk kantig gefällt mir ein bisschen besser. Und solange ich so gut auf der PlayStation 1 skaten kann, dann ist es mir genehm, dann ist es mir in Ordnung. Wenn mir aber der Zahn wehtut, wen rufe ich dann? Nicht den Zahnarzt, der Zahnarzt, der ist so teuer, sondern Mr. Driller, den gibt's günstiger für die PlayStation. Entweder bohrt er dir die Plomben raus für ein paar Schekel oder er bohrt dann den Boden auf und sucht nach Erdöl, weil so kann er sich seine günstigen Bohrpreise leisten. Auf der PlayStation könnt ihr damit in Bälde puzzeln und Action machen. Dazu gibt es noch, ihr habt ihn erkannt, das ist er, der Hagrid vom Harry Potter. Der Pöter mit dem Köter, so kennt man den. Diese kleine Buchserie, die vor einem Jahr rausgekommen ist, hat die Kinderzimmer im Sturm genommen. Da haben sie gesagt, lass uns ein lebensechtes Videospiel machen, was richtig geil ausschaut und auf der PlayStation geil spielbar ist. Und ja, so ist dem auch, denn es sieht gut aus, es spielt sich geil und es wird toll sein. Und dazu ein bisschen grafisch altbacken, finde ich, aber Dragon Warrior 7, auch Dragon Warrior wurde fortgesetzt. Das Rollenspiel aus Japan von Enix hat lang gedauert, viele, viele Jahre. Hat sich's vielleicht gelohnt? Ich weiß es nicht. Grafisch sieht's nicht gut aus, aber hoffentlich ist der Inhalt toll. Dann würde ich auch meine 120 Stunden richtig reinbuttern und Spaß haben. Ich hoffe es mal. Dann ist das letzte Spiel, was ich auf der PlayStation zocke. So sieht's aus. Ich hoffe, der PlayStation geht es in ihrem Lebensabend richtig gut. Ein paar Konsolen haben wir noch, die wir euch gerne zeigen möchten, denen es nicht mehr ganz so gut geht, aber die auf der E3 noch mal ihre verdiente Ehrenrunde drehen können. Welches sind, sehen wir nach einer kurzen Werbung. Ah, Pentium.
Jeder Fotografie bekommt ein neues Gesicht. Mit dem Intel Pentium 4 Prozessor. The center of your digital world. Mensch, so ein Pentium 4 hätte dem Nintendo 64 ganz gut getan. Auf lange Sicht. Denn auch das N64, von ihm werden wir uns auch dieses Jahr verabschieden. Der GameCube ist ja schon in den Startlöchern. Ach, Nintendos kleine Konsole. Hat Spaß gemacht mit dir. Aber war meist auch nicht ganz so geil, ne? Zelda habe ich gern gespielt. Mario habe ich gern gespielt. Banjo-Kazooie habe ich gern gespielt. Aber so viel war da nicht mehr. Ne? Vielleicht Hybrid Heaven noch von Konami. Aber sonst macht ja nichts. Dafür habt ihr noch einen kleinen Schwall an Titeln, die wir uns hier mal angucken. Denn mit dabei ist das, ich glaube, zweite oder dritte Rollenspiel überhaupt, was jemals für das Nintendo 64 rausgekommen ist. Aiden Chronicles ist gerade in der Mache und ihr seht eine Framerate, die im mindestens zweistelligen Bereich ist. Eine geile Optik, schöne Modelle und richtig gutes Rollenspiel. Hätte es ruhig mehr davon geben können auf dem Nintendo 64. Warum nicht? Im letzten Jahr wird noch mal gespielt und gerollt. Dann wird nicht nur das Spiel gerollt, sondern auch der Würfel. Die dritte Party von Mario geht los. Mario Party 3, ein Spaß für Alt und Jung, solange die Knubbel sich nicht in die Handflächen beim Minigame-Spielen reingraben vom Controller. Aber solange das noch funktioniert und ihr noch Hände habt, die man benutzen kann, solltet ihr euch vielleicht Mario Party 3 genehmigen und noch ein letztes Mal mit anderen Leuten Spaß oder Hass erleben. Funktioniert ja auch. Dann in Japan erscheint ein kleines Game namens Dobutsu no Mori. Man könnte auch sagen, es ist der Wald der Tiere, eine Lebenssimulation, wo man Bäume hackt und irgendwelche kleinen Schellen eintauscht und Fische dann angelt und einem kleinen Raccoon Geld gibt. Naja, diese Japaner, das wird sich nirgendwo anders durchsetzen. Und für die Japaner das vielleicht wichtigste Spiel im Lebensabend des Nintendo 64, Hamster Monogatari 64. Du bist ein Hamster oder du hast einen Hamster, dann triffst du nette Leute und gibst ihm was zu trinken. So funktioniert das wahrscheinlich auch nochmal in Japan, in Planung bald fertig auf dem Nintendo 64. Da kann man verstehen, dass es nicht mehr so lange hält. Tut mir leid, Nintendo. Und wir gehen zur letzten Konsole, von der wir uns heute verabschieden wollen, dem letzten Handheld, nämlich dem Game Boy Color. Und dafür ist ein Spiel in der Mache, das Arbeit als auch Spiel verbindet. Schaut euch das an. Ich kann hier rumlaufen, da kann ich an meinem Computer und so weiter schauen. Das wird für den Game Boy Color bald herauskommen, ist in Japan in der Mache. Allerdings, das ist kein Pokémon. Ihr sammelt keine Monster, ihr bekämpft euch nicht mit anderen Leuten, sondern ihr geht eurem Tagewerk nach, denn es muss Geld verdient werden. Und wo verdient man Geld? Im Fastfood-Geschäft. Okay. Jawohl, ihr spielt hier die Rolle eines Fastfood-Mitarbeiters und könnt zum Beispiel fragen, hallo Dame mit dem Haar, das lila ist, aber oben ist es braun, ist egal, akzeptiere ich mal so. Du möchtest gerne Fritten haben, okay, aber das ist ein Selbstbedienungsrestaurant. Geh einfach hin und bestell, du alte Nulpe. Auch die etwas ältere Dame will gerne kurz was zu essen haben und das kleine Mädel muss mal auf die Toilette, aber ich sage, geh einfach, wo du bist. Ist hier ein abgeschiedener Teil des Ladens. Wir machen nachher sowieso sauber. Nein, da wir hier arbeiten, gehen wir rückwärts in den Bereich und können uns aussuchen, an welcher Station wir kurz mal unser Talent zeigen. Wie zum Beispiel Burgerbraten. Hallo, du bist die Burgerbraterin. Ich bin die Burgerbraterin. So geht das. Und hier habe ich jetzt die Patties aufgelegt und muss warten, bis sie richtig knusprig goldig braun sind. Dann umdrehen. Und sobald sie doppelgebräunt sind, hoffentlich auf den Burger draufschmeißen. Ja, da ist ein Burger fertig. Zwei Burger fertig, das ist ziemlich cool. Deiner. Okay, das ist nicht nur ein Reaktionsspiel, sondern es bereitet euch auf spielerische Art darauf vor, was euch in den nächsten 48 Jahren bis zur Rente erwartet. Burger umdrehen, bis die Schwarte kracht. Es riecht lecker, aber zubeißen darf man nicht. Ist auch egal, das Süßeste ist immer noch der Geruch des gefüllten Bankkontos. Weil ansonsten riecht man nur seine fettigen Finger vom ganzen Burgerbraten den ganzen Tag. Und das ist eines der Minispiele, die man hier zocken kann. Oh, ich kann auch die Burger... Jetzt habe ich den verbrannt. Oh, das war nicht geil von mir. Warte mal. Aber vielleicht... es kann ja sein, vielleicht mag jemand den knusprig. Was ist das denn für ein Riesenburger? Ne? So.
Drehen wir den mal um. Ach, der sieht doch noch gut aus. Den kann man doch, der geht doch noch. Der ist doch noch lecker. Macht nichts, da gehen wir hier nochmal einmal drauf. Und? Haben wir uns genug Geld verdient? Wir haben 1 Yen gekriegt. Oder so. Ja, warum nicht? Ich könnte jetzt auch andere Sachen hier machen, zum Beispiel die Fritten verteilen. Ich könnte an der Kasse abrechnen, das lassen wir. Wir machen aber eine letzte Sache noch, weil das ist sehr, sehr wichtig. Das muss man auch fürs Leben lernen, denn wie kommt man sonst durch seine besten Jahre, wenn man nicht weiß, wie man Softdrinks einfüllt? Entweder Pfirsich oder Pfirsicher oder Dunkelpfirsich. Machen wir bis hierhin. Ich glaube, das war gut. Ich habe keine Ahnung, ob ich den richtigen reinpacke. Oh, das war zu viel. Ah, ich habe drüber geschäumt. Machen wir einen kleinen. Reicht das? War ein Ausrufezeichen. Fand ich, glaube ich, gut. Hier, ist das ein Kaffee vielleicht? Nee, aber das sieht dunkler aus. Na gut, auch hier muss man wissen, es ist eine ganz, ganz große Kunst, rechtzeitig den Stoppknopf zu drücken, weil das hat man natürlich nicht narrensicher gebaut im Fastfood-Tempel. Und hier habe ich wieder 1 Cent verdient oder so. Ja, wenn ihr auf spielerische Art leben lernen wollt, dass das Leben nicht immer wirklich fair ist, sondern auch mal ganz schön anstrengend sein kann, dann schaut euch McDonald's Monogatari an. Ein echtes Spiel. Ja, so wird das rauskommen auf dem Game Boy Color. Was auch noch rauskommen wird, eine letzte Übersicht haben wir noch für euch. Diese Spiele nämlich. Wenn ihr nicht unbedingt nur Burger flippen wollt, sondern Burger verursachen, dann werdet doch der Farmer in Harvest Moon 3. Das dritte Harvest Moon wird auch bald für den Game Boy Color umgesetzt, sodass ihr da eure Farm aufbauen könnt, Gräser jäten, Unkraut pflücken und daraus ja hoffentlich viel, viel Geld machen, wenn ihr es an den Burgerbrater verkauft. Und einen Reiskuchen essen, das ist auch sehr, sehr lecker. Ein weiteres Spiel, Lufia, wird fortgesetzt. Ja, das großartige Rollenspiel vom Super Nintendo gibt es in Lufia The Legend Returns ein erneutes Mal mit neuem Kampfsystem, mit mehr Charakteren, die man steuert, mit, glaube ich, zufallsgenerierten Leveln. Kann man das machen? Ich weiß nicht, ob man kann, aber man wird. Da kommt es nämlich raus für den Game Boy Color im Laufe des Jahres 2001. Wem das nicht mundet, für den habe ich frohe Kunde, denn es gibt auch Zombies, natürlich. Ja, wenn Silent Hill 2 auf der PlayStation 2 abgeht, dann gibt's Resident Evil Gaiden mit Barry Burton auf dem Boot und schießt die Zombies über den Haufen. Yeah, mit Timing-basierten Kämpfen, die funktionieren wie ein Golfspiel. Warum nicht? Barry ist alt, Barry spielt gern Golf. So werdet ihr das auch auf dem Game Boy Color erleben. Ein gruseliges Spiel von unterwegs und vielleicht das gruseligste von allen, der E.T. Digital Companion. Eine Texteingabesoftware mit Minispielen, wo man den Namen seiner Schule eintippen kann und wenn nicht, dann bestraft einen E.T. mit dem Tod. Ich weiß nicht, was er macht. Ab und zu mal darf man noch ein paar kleine Tierchen aufziehen. Spielt dieses Spiel und wenn ihr es nicht macht, dann straft euch Gott. Ich weiß es nicht. Bald zu haben. Ah, wisst ihr, was der wallende Nebel im Studio mir sagt? Erstens, meine Pommes sind fertig und zweitens, der Future Club 2001 neigt sich leider dem Ende zu. Irgendwann müssen wir uns auch von der schönsten E3 verabschieden, aber nicht, bevor wir klar Schiff machen. Denn wir haben ja etliches an Behauptungen aufgestellt. Wir haben Geschichten erzählt, die wirklich abenteuerlich klangen, wie beispielsweise die des Game Boy Advance. Das Handheld von Nintendo aus dem Jahr 2001, das keine Hintergrundbeleuchtung haben soll. Nintendo, würdet ihr wirklich ein Handheld machen, was keine Hintergrundbeleuchtung hat? Diese Geschichte ist falsch! Natürlich würde Nintendo kein Handheld machen, das keine Hintergrundbeleuchtung hat. Also dieses Vorabmodell, ja, das hat keine Hintergrundbeleuchtung, aber das ist auch okay. Das ist ein Vorabgerät. Nintendo hat noch ein paar Monate Zeit, da noch Hintergrundbeleuchtung reinzutun. Also diese Geschichte, die wir erzählt haben, komplett ausgedacht. Aber was ist mit dem Dreamcast? Sega. Nach über 20 Jahren im Konsolenbusiness, nach 40 Jahren Hardwaregeschichte, einfach so ausgestiegen. Würden Sie es machen? Diese Geschichte ist erlogen!
Natürlich würde Sega nicht aussteigen. Klar, der Dreamcast verkauft sich nicht gut, aber das sind kurzzeitige Probleme, die lassen sich lösen. Sega würde doch, das wäre doch schön blöd, wenn die einfach aus dem Hardware-Business aussteigen. Sollte jetzt Microsoft dann hinterher? Und was weiß ich, dann machen sie wirklich Sonic für PS2? Das ist purer Quatsch, den wir uns ausgedacht haben. Aber die größte Geschichte, die wir ihnen vielleicht aufgetischt haben, war Duke Nukem Forever. 4 Jahre haben 3D-Realms daran entwickelt. Ich habe Kerzen in der Hand, die ich kurz wegpacken muss, weil sonst kann ich die auch meinen Rücken das nicht auflösen. 4 Jahre haben 3D-Realms daran entwickelt. Justitia ist blind vor Freude. Und jetzt ist das Spiel fertig, kurz vor dem Release. Aber ist das auch die Wahrheit? Haben wir die Wahrheit erzählt, dass Duke Nukem Forever bald rauskommen wird? Diese Geschichte ist absolut. Bah! Vielen Dank, mein Schädel. Ich weiß gar nicht, dass er Deutsch kann. Nun denn, das war's mit dem Future Club 2001. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich werde mir jetzt eine wohlverdiente Pause genehmigen. Hol mir ein bisschen was aus dem nächsten Antiquitätengeschäft. Denn irgendwo muss ich ja eure Kohle verprassen. Aber ich hab's mir auch verdient. Ich war Super Greg, ich war Jonathan Drakes. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Oh, ho, ho. Ah.